Und dieser Effekt ist einfach genial. Also wenn das H2O2 drüber gekippt wird und es so wusch, so blau wird, das ist wunderschön. Ich bin Monika Scholz. Ich leite mit Herrn Benedikt Heisterhoff das Fotoatelier. Das ist ein Treffpunkt für Menschen, die sich mit fotografischen Druckverfahren beschäftigen und Interesse an Malerei und an Kunst haben. Ich habe das zufällig gelesen und fotografiere schon sehr lange und ich mache auch schon Siebdruck. Und dann waren aber noch zwei andere Sachen, die man hier lernen konnte, die Cyanotopie und der Gummidruck. Davon hatte ich noch nie was gehört. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ja, ich bin Benedikt Heisterhoff und leite hier mit Monika Scholz das Fotoatelier. Der Charme dieser Bilder ist einfach nicht mit dem digitalen ausgedruckten Bild zu machen. Das funktioniert einfach nicht so. Es ist dann schon so, ich sag mal so, zwischen Fotografie und Malerei so irgendwie, das ist so eine Verbindung dann. Die Atelieratmosphäre ist super hier, dass man hier nicht steif sitzt und irgendwie das tun muss, was einem gesagt wird, sondern dass man einfach sich ausprobieren kann, sich gegenseitig hilft und bei Fehlern auch korrigieren kann miteinander. Also die Atelieratmosphäre ist genau das, was ich brauche. Damals kam die digitale Fotografie auf. Und wir hatten ja hier das Schwarz-Weiß-Labor im Betrieb und keiner hat mehr analog fotografiert. Und dann haben wir uns überlegt, von den Anfängen der Fotografie zu der digitalen Fotografie die alten fotografischen Druckverfahren zu entwickeln. Das haben wir selber gemacht, also autodidaktisch. Also wir haben ja die Zeiten und Mischungsverhältnisse haben wir alle rausgefunden und mit unserer Anleitung ist es eigentlich relativ einfach zu lernen. Man muss natürlich selbst ein bisschen ausprobieren. Klar, also das funktioniert nicht sofort alles tipptopp, aber das ist eigentlich kein Problem, das hier zu lernen.